Ja, danke dir für dieses Statement. Wir haben es nicht erweitert zum Innenstadtpalast. Trotzdem, du möchtest noch etwas sagen? Na dann. Guten Tag, mein Name ist Burkhard von Beruf. Die Menschen, die am schlimmsten davon betroffen sind, dass es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, das sind die armutslosen Hartz-II-Empfänger, die sogenannten Hartz-IV. Ich habe jahrelang in den Jobcentern gearbeitet als Vollmanager. Im Rückblick muss ich sagen, dass man noch gut von Anfang an belogen hat und die ganze Sache immer mehr den Bach heruntergegangen ist, in einer unglaublichen und ethisch bedenklichen Art und Weise gescheitert ist. Ich möchte mich jetzt an alle Jobcenter-Akademien und Mitarbeiter melden. An alle Arbeitsvermittler, an die Kultur, an die Freiwilligen, an alle, die dort sind. Und ihr braucht sie meine Kultur. Und in die Schauen, schaut mal bei 20 Kunden näher und überlegt euch, was da los und was da passiert. Viele fordern in Arbeitslosenforen, man soll dann sofort kündigen und aktiven Widerstand leisten. Das ist nicht denen wir gegeben. Aber überlegt euch alle, was wir hier tun können, um diesen unwürdigen Zustand endlich zu beenden. Danke. So, man gibt den Faktor vor, oft ist schon zu weit. Zum Übertragungswagen. Bitte aufschließen. Genau. Und ich möchte an dieser Stelle noch allen, die hier teilnehmen, egal auf welchem Seite Schreibtisch ist bei Hartz IV oder so, den Mut ins Herz schicken. Verhaltet euch heute schon so, als ob ihr abgesichert wäret. Es gibt genügend soziale Menschen, die sich für euer Wohl genauso interessieren, wie ihr euch für das Wohl der anderen interessiert. Habt den Mut und lasst euch nicht nur deshalb, weil ihr in wirtschaftlichen Abhängigkeiten steckt, dazu verleiten, etwas zu tun, was ihr eigentlich von Herzen nicht tun sollen wollt. Und tut das, was ihr von Herzen tun wollt. An die Polizei ist das gerichtet, an alle Zuschauer und Hörer hier, an jeden Menschen auf der Welt. Vielen Dank. Thank you.